Oh, Master of Matrix ist wieder da. Kevin, ist gerade irgendwas zwischen euch vorgefallen? Hä? Ich hab keinen Plan. Juri hat sich ein bisschen komisch benommen. Du weißt also auch nichts, hm? Nicht wirklich, tut mir leid. Machst du dir Sorgen um sie? Oh, nein, nicht wirklich. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nichts Böses angestellt hast. Nein, hab ich nicht. Ich weiß doch, ich mach doch nur Spaß, Dummerchen. Juri ist halt ab und zu mal ein bisschen komisch drauf. Das ist was ganz Normales für sie. Alles klar, du musst es ja wissen. Wollen wir dann in der Zwischenzeit schon mal anfangen, unsere Gedichte auszutauschen? Hä? Sollten wir nicht auf Juri warten? Naja, wer weiß, wie lange sie noch brauchen wird. Von daher dachte ich, dass es gewiss nicht schaden könnte, zumindest schon einmal anzufangen. Wäre das okay für dich? Ja, okay. War ja nur eine Frage. Schließlich stehe ich auch auf. Ich merke mir noch schnell, auf welcher Seite wir waren und packe das Buch dann vorsichtig in meine Tasche. Wem wollen wir das Gedicht zuerst zeigen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Und mir fällt gerade ein. Ja gut, ich muss ja das Spiel nicht neu starten. Ich tappe gerade mal kurz aus und guck mal ganz kurz nach der Aufnahme, die ich jetzt beendet habe. Die ist 1,9 Gigabyte groß. Geht 2 Stunden, scheint in Ordnung zu sein. Ich war gerade nur ein bisschen paranoid, ob das auch richtig aufgenommen hat. So, da bin ich wieder. Funktioniert alles perfekt. Ah, hätte ich während dem Cut machen sollen, habe ich aber irgendwie nicht dran gedacht. Jetzt ist es mir gerade eingefallen. Okay, wem zeigen wir es zuerst? Ja, Natsuki, würde ich mal sagen. Nun, es ist nicht schrecklich, aber im Vergleich zum letzten Gedicht ist es ziemlich enttäuschend. Andererseits, wenn dieses so gut wäre wie dein letztes, wäre ich voll angepisst. Ich schätze, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Meinetwegen, du bist neu, also würde ich nicht erwarten, dass du den Stil sofort findest. Ich glaube, wir haben jetzt andere Wörter genommen und es spiegelt sich jetzt wohl wieder. Ich bin mir nicht sicher, also ich meine, beim ersten Mal, wo wir ein Gedicht geschrieben haben, da wurde uns ja angezeigt, ja, pass auf, das hat Auswirkungen, aber das ist jetzt doch irgendwie Auswirkungen. Ich meine, habe ich beim letzten Mal irgendwas? Ich glaube, da habe ich auch ständig so niedliche Begriffe halt genommen. Und jetzt habe ich ja noch ein bisschen was anderes mit reingemischt. Scheint jetzt doch seine Auswirkung zu haben. Ich meine, jeder hier im Club schreibt unterschiedlich. Vielleicht bekommst du von uns allen ein wenig Einfluss. Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass du heute Zeit mit Juri verbracht hast. Nicht, dass es mich interessiert, mit wem du deine Zeit verbringst. Schließlich habe ich gelernt, von niemandem jemals etwas zu erwarten. Deshalb habe ich nicht wirklich auf dich gewartet oder so. Moment, Moment, Moment. Also, was ich mich jetzt gerade frage, ist, also was ich mich jetzt wirklich gerade frage, ist, habe ich den ersten Durchgang, also dass wir mit Natsuki im Wandschrank gelandet sind und so und dass wir immer mit ihr gelesen haben, habe ich das durch die Dinger beeinflusst? Also beeinflusst man? Ich dachte, dass das sich jetzt nur hier drauf auswirkt, wenn man. Naja, ich sag mal. Ich habe gedacht, es wirkt sich jetzt nur hier drauf aus, wenn man halt die Gedichte austauscht, ne? Aber offenbar, wenn man die Wörter auswählt, dann.
Das heißt, ich habe den gesamten Verlauf so gestaltet, indem ich die Dinge ausgewählt habe. Krass. Also ich habe gedacht, es wirkt sich halt wirklich nur darauf aus, dass es halt nur hier ist, wenn man die Gedichte austauscht. Aber dass sich dadurch auch der Storyverlauf ändert, finde ich krass. Also beim letzten Mal habe ich halt die ganze Zeit eben die niedlichen Wörter ausgewählt und das hat dazu geführt, dass wir jetzt mit Natsuki in den Wandschrank gegangen sind. Und jetzt habe ich andere Wörter mit reingeschmissen, was jetzt halt eben für die Yuri gesprochen haben und jetzt haben wir was mit ihr gemacht. Das ist ja krass. Okay, also so habe ich das jetzt, so habe ich diese Mechanik jetzt nicht verstanden auf Anhieb, aber jetzt hat offenbar habe ich die Mechanik durchschaut. Je nachdem, was man für Wörter wählt, ändert sich auch der Storyverlauf. Mhm. Ja gut, macht eigentlich auch Sinn, ne? Ja, passt schon. Deshalb habe ich auch nicht wirklich auf dich gewartet oder so. Trotzdem solltest du dir mein Gedicht zumindest ansehen. Vielleicht lernst du ja etwas dabei. Amy mag spinnen. Weißt du, was ich über Amy gehört habe? Amy mag Spinnen. Eklige, zappelnde, haarige, hässliche Spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat eine süße Gesangsstimme. Ich höre sie mein liebstes Lieblingslied singen. Jedes Mal, wenn sie den Refrain sang, schlug mein Herz im Rhythmus der Worte. Aber sie mag Spinnen. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Einmal habe ich mich schwer am Bein verletzt. Amy half mir auf und brachte mich zur Krankenschwester. Ich versuchte, mich nicht von ihr berühren zu lassen. Sie mag Spinnen, also sind ihre Hände wahrscheinlich eklig. Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Amy hat viele Freunde. Ich sehe sie immer mit Leuten reden. Sie spricht wahrscheinlich über Spinnen. Was, wenn ihre Freunde auch anfangen, Spinnen zu mögen? Deshalb bin ich nicht mit ihr befreundet. Es ist egal, ob sie andere Hobbys hat. Es ist egal, ob sie es für sich behält, alter Schwede. Es ist egal, ob es niemanden verletzt. Es ist ekelhaft. Sie ist ekelhaft. Die Welt ist ohne Spinnenliebhaber besser dran. Und ich werde es allen erzählen. Ja, das können wir ja schon. Nicht schlecht, oder? Es ist ein bisschen länger als das von gestern. Gestern war es eine Spur zu kurz. Ich war nur am Aufwärmen. Ich hoffe, du denkst nicht, dass das schon alles war, was ich kann. Nein, natürlich nicht. Wie auch immer, die Botschaft in diesem Gedicht ist ziemlich direkt. Ich glaube nicht, dass ich es erklären muss. Als würde jemand zustimmen, dass die Person dieses Gedicht ein arroganter Idiot ist. Jeder hat ein seltsames Hobby oder Schuldgefühle. Etwas, wofür du Angst hast, wenn die Leute es herausfinden. Es herausfinden, sie würden sich über dich lustig machen oder schlecht von dir denken. Aber das macht die Leute einfach nur dumm. Wen kümmert es, was jemand mag, solange es niemanden verletzt und es einen glücklich macht? Ich denke, die Leute müssen wirklich lernen, andere zu respektieren, weil sie seltsame Dinge mögen. Wie zwei Mädchen aus diesem Club, die ich aus Respekt nicht beim Namen nennen werde. Ja, gibt ja nicht so viele, ne? Irgendwie ironisch, dass ich selbst an meinen Ort des Trostes keine Leute haben kann, die mich respektieren. Gott, jetzt bringst du mich dazu, mich zu beschweren. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Also, ich respektiere dich. Nun, danke oder so. Aber es ist offensichtlich, dass du Yuri mehr respektierst. Wie auch immer. Wir sind fertig mit dem Teilen, du kannst also jetzt gehen. Okay, Natsuki kann uns jetzt überhaupt nicht ausstehen. Alles klar. Ja gut, dann halt Monika, ne? Bin ich froh, dass ich der ihre Krageschrift da nicht lesen muss. Das ist mir eigentlich ganz recht.
bin ich gemein. Ah, hi Kevin. Na, wie geht's mit dem Schreiben so voran? Soweit, so gut, schätze ich. Hört sich doch gut an. Solange es nicht schlecht läuft, freut mich auf jeden Fall, dass du Fortschritte machst. Wer weiß, vielleicht zauberst du ja bald ein absolutes Meisterwerk aufs Papier. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Man kann nie wissen. Aber hättest du jetzt Interesse daran, dein Gedicht zu teilen? Klar, hier bitte. Ich reiche Monika mein Gedicht. Alles klar. Tolle Arbeit, Kevin. Ich habe mir nur wow gedacht, als ich das gelesen habe. Es ist wirklich ziemlich metaphorisch, wenn ich so darüber nachdenke. Ich weiß nicht genau warum, aber ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass du mit so etwas Tiefem anfangen würdest. Wie es aussieht, hätte ich dich wohl doch nicht unterschätzen sollen. Es ist einfacher für mich, wenn ich eure Erwartungen niedrig halte. So zählt schon jede Anstrengung, egal wie klein sie mag. Egal wie klein sie sein mag. Komm schon, das ist doch nicht fair. Aber andererseits scheint es auch sehr gut zu funktionieren. Dir ist aber schon klar, dass Juri genau diese Art zu schreiben mag, nicht wahr? Ah. Ja, ich habe Wörter ausgewählt, die zu Juri passen und deswegen hat sich jetzt der Verlauf der Geschichte geändert. Also hätte ich jetzt dieselben Wörter wieder genommen, hätten wir wahrscheinlich auch den ersten Durchgang rekonstruieren können. Aber ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich jetzt auch mal einen anderen Verlauf des Spiels sehe und nicht nochmal das Gleiche. Ich kann es auch mal hier an der Stelle erwähnen. Ich werde es dann wahrscheinlich am Ende des Let's Plays nochmal erwähnen. Und zwar möchte ich Doki Doki Literator Club, wenn ich jetzt hiermit fertig bin, also das ist jetzt das Let's Play, hier spiele ich jetzt komplett blind. Hier seht ihr alle Reactions, alles, alles halt eben, ohne dass ich drauf vorbereitet bin. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich will das Spiel dann nochmal durchspielen. Und zwar mit anderen Entscheidungen, zum Beispiel, dass wir Sayori unterstützen. Vielleicht können wir Sayori sogar irgendwie retten. Denn mir ist zu Ohren gekommen, das hat mir, ein Kollege hat mir das verraten, der Amon war das. Mit dem habe ich vor ein paar Tagen ja noch gelivestreamt, an Silvester war das. Und der hat das Spiel auch schon ein paar Mal durchgespielt und er meint halt, es gibt mehrere Enden und vielleicht setzen wir uns mal zusammen und hauen in einem Livestream mal so die anderen Enden raus, weil mich würde halt gern noch die anderen Spielverläufe interessieren. Ne? Also könnt ihr gespannt sein, wenn das Let's Play hier fertig ist. Also die Livestreams kommen erst nach dem Let's Play. Zuerst haue ich jetzt halt hier alle Folgen raus, was ich jetzt hier aufnehme und dann kommt Livestream. So, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich habe mich jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen in Rage geredet. Ja, gut. So. Okay, ja dann. Was wollte ich nochmal sagen? Dann machen wir mal weiter. Wenn die Worte voller Bildsprache und Symbolik sind. Manchmal fühlt es sich so an, als ob Juri jeden Bezug zur Realität verloren hätte. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ oder so. Aber teilweise werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass sie komplett den Glauben an ihre Mitmenschen verloren hat. Und so viel Zeit, wie sie in ihren Gedanken verbringt, muss das wohl ein ziemlich interessanter Ort sein. Aber ich schätze mal, dass sie deswegen auch immer so glücklich wirkt, wenn man einigermaßen nett zu ihr ist. Ich glaube nicht, dass sie das auch nur ansatzweise gewohnt ist. Sie muss sich wirklich nach sozialer Interaktion sehnen. Von daher sieh ihr bitte nach, wenn sie ein bisschen zu übereifrig ist.
So wie eben zum Beispiel. Das ist ganz normal für sie. Wenn sie ein bisschen zu erregt ist, sucht sie das Weite und will erstmal ein paar Minuten allein sein. Mit einem Mal öffnet sich die Tür des Klassenraums. Juri! Bin wieder da. Hab ich irgendwas verpasst? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur schon mal damit angefangen, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Schon? Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Nein, nein, du brauchst dich doch nicht dafür zu entschuldigen. Ist doch noch immer früh am Tag. Von daher freut es mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, wie du brauchtest. Verstanden. Danke, Monika. Dann würde ich sagen, ich gehe mal mein Gedicht holen. Aber wie dem auch sei, würdest du jetzt mein Gedicht lesen wollen? Ich bin wirklich froh darüber, wie es am Ende geworden ist. Ich hoffe, dass es dir auch gefallen wird. Mir ist gerade was in den Sinn gekommen. Wir haben ja beim ersten Durchgang haben wir sozusagen eine normale Version des Spiels gespielt. Und jetzt spielen wir die abgefuckte Zigeuner-Version des Spiels, kann man sagen. Und mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass Juri ja... Die Gedichte waren ja bis jetzt immer gleich. Also die haben sich jetzt halt zum ersten Durchgang hin nicht geändert. Also im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang, ne, die sind jetzt immer gleich gewesen. Und die hat ja ein Gedicht geschrieben, wo es irgendwie um Schnittmesser und Waschbären ging. Und ich habe damals noch so aus Jux und Tollerei gesagt, die geht gerne Waschbären abstechen oder sowas. Aber was ist, wenn jetzt halt das Spiel so richtig Faxen machen will? Also ich bin mal jetzt... Kommt das jetzt sogar? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass das jetzt kommt. Ach du Scheiße. Naja, gut, jetzt gucken wir erstmal. Rette mich. Die Farbe. Sie helle. Wie wundernde Frau. What the fuck? Keine Ahnung, aufblitzend, explodierend, zuschneidend. Rot, grün, blau. Eine endlose Tortur durch bedeutungslosen Lärm. Lärm, der nicht aufhört. Brachiale. Ja, alles klar, also. Was? Moment, Lärm, der nicht aufhört. Brachiale, knirschende Wallung, quietschend, kreischend, durchbohren, Sinus, Cosinus, Tangens, als ob man ein Stück Plattenspieler, als ob man ein Messer auf einem lebendigen Brustkorb abspielt. Ja, ich sehe schon, ja. Hier Waschbären abstechen. Ich hab's gerade noch gesagt, ne? Digga, Alter, ich krieg Gänsehaut auf einmal. Ich hab irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein ungutes Gefühl gerade. Ach du Scheiße, Diggi, was ist denn jetzt los? Tut mir leid, ich weiß, dass es ein bisschen abstrakt ist und, naja, ich wollte nur versuchen, also. Ach, egal. Es ist ein bisschen abstrakt, ja, das ist, ja. Er hat keinen Sinn, das zu erklären. Nee, nicht wirklich, Mädchen. Oh, shit. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Autorentipp des Tages.
Es kann durchaus sein, dass du irgendwann einmal vor einer wirklich schweren Entscheidung stehst. Ja. Und dann, wenn das jemals passieren sollte, denk am besten stets daran, deinen Fortschritt zu speichern. Okay. Ich wurde beim letzten Mal darauf hingewiesen, neu zu laden, weil ich dachte, wir können Sayori retten. Ich dachte, das ist der Sinn des Spiels, aber wie gesagt, mittlerweile denke ich, dass das nicht geht. Ich gehe jetzt mal darauf ein und sag, wir speichern mal, weil wenn uns die liebe Masterin of Matrix schon darauf hinweist, ne, dann speichern wir mal. Du kannst schließlich nie wissen, ob, mit wem rede ich hier eigentlich? Kannst du mich hören? Bitte sag mir, dass du mich hören kannst. Irgendwas bitte. Hilf mir. Okay. So, das wäre mein heutiger Tipp des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit wem soll ich mein Gedicht als nächstes zeigen? Yuri? Ich bin gerade verunsichert, weil das Spiel gesagt hat, wir sollen speichern. Ich habe gespeichert. Ich meine, das ist sowieso wertlos. Spiel speichern ist wertlos, weil Spielstände sind sowieso einfach RIP nach der Runde.